Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist ein weiterer Teil aus meiner geliebten Serie Chroniken des Versagens. Was ihr sehen könnt, ist ein durchschnittliches Dota 2-Spiel, das ein Kollege von mir gemacht hat. Ich habe ihm währenddessen über die Schulter geguckt, weil das eines seiner allerersten Spiele überhaupt in Dota 2 war. Also, beziehungsweise, der hat schon ziemlich viel League of Legends gespielt. Ich habe ihn endlich dazu überzeugen können, Dota mal anzufangen. Und wir saßen so bei ihm, der hat ein bisschen gezockt. Ich habe ihm erklärt, was er machen soll mit Bloodseeker. Und das Spielplay, wie gesagt, ein bisschen länger her, aber mir ist so ein, zwei Sachen hier aufgefallen, sind mir aufgefallen. Und ich möchte darüber in dieser Episode sprechen. Anfangen möchte ich über das Thema Zusammenstellung der Lanes. Und das zweite Thema ist das, wovon die meisten sagen: Hör auf, das so sehr aufzuspielen, das ist gar nicht so wichtig. Ja, wir haben es verstanden, Last Hits und weiter, alles super toll, aber hey, es geht eben um den individuellen Skill und den misst man nicht in Last Hits. Um Last Hits. Und zwar möchte ich kurz auf diese Sache ansprechen. Ja, es steht 22 zu 11, die haben wirklich verloren. Aber verloren haben die hauptsächlich deswegen. Wegen dem Bonefletcher Strong Dota. Und mein Kollege hat ziemlich guten Last Hit Skill hier auch bewiesen. Im Endeffekt geht es aber darum, falls wir mal in die Mitte des Spiels springen. Die Mitte des Spiels, 18 Minuten, also 19 Minuten noch nicht mal angefangen. Und der Bone hat schon 44 Last Hits. Das ist gut. Das ist eine gute, solide Anzahl von Last Hits. Zusätzlich dazu hat er ein Kill. Das ist gar nicht mal so schlecht. Falls wir uns mal die Einheitenkomposition angucken, also schauen, was die für jeweilige Helden haben, dann wird einem ganz schnell klar, auf der Seite von meinem Kollegen, von dem Bloodseeker, ist der eigentliche Carry wirklich der Bone. Weil er der Einzige ist, der wirklich prozentual als Carry irgendwas machen kann, wegen seinem Strafe, ist er einfach unglaublich gut. Der schießt wirklich wie ein Berserker. Bei denen im Team ist der Carry Mordred. Das ist einfach so. Phantom Assassin. Sie hat in der gleichen Zeit, wie klingt's, 14 Last Hits. Und ich werde gleich erklären, wieso. Wir kommen nämlich gerade zu der Lane-Zusammenstellung. Wie waren die Leute auf der Lane? Nun ja, schauen wir uns das Ganze erstmal an. Auf der Lane von meinem Kollegen war Bloodseeker und Venge auf der Seite der Radiant. Invoker in der Mitte, sehr sinnvoll. Und auf dieser Lane war Bone und Pudge. Beide haben soeben ins Gras gebissen. Wir können mal ganz kurz zurückschalten, ein paar wenige Momente. Das sind sie ja. Bone und Pudge. Eigentlich wirklich sehr clevere Zusammenstellung. Denn wir sehen hier, wir haben einen Carry. Wir haben jemanden, der auf jeden Fall Mitte-Hero spielen sollte. Oder Bloodseeker. Die hier im Team hatten wirklich eine überraschenderweise sehr, sehr gute Koordination. Der Kollege hat gleich geschrieben, der hat keine Ahnung, was er macht. Deswegen hat Invoker die Mitte übernommen. Sonst könnte man jetzt streiten, ob nicht Bloodseeker die Mitte übernimmt, weil er einfach schneller wirklich wirkungsvoll ist. Invoker braucht ein bisschen länger, um in Fahrt zu kommen. Da Bloodseeker relativ unbelehrt war, was das angeht, hat jetzt einfach Invoker das dann gemacht. Sehr gut überlegt, sehr schön. Ein Stunner und ein, ja, Carry in dem Sinne. Und ein Carry, der auch auf der Offlane spielen kann. Zusammen mit jemandem, der einfach auch. Einfach, die passen zusammen. Anders hätte man die Lanes sehr schlecht zusammenstellen können. Denn Bone und Bloodseeker auf der Lane funktioniert nicht. Die wollen beide dasselbe, nämlich viele Last Hits und jemanden töten. Pudge ist auch gut, wenn er nicht jemanden tötet, denn durch seinen Flash-Hieb und so weiter bekommt er seine ganzen passiven Boni, auch wenn er nicht direkt jemanden umbringt. Das führt mich dazu, wieso erkläre ich das gerade so ausführlich, was für ein Gedankenprozess hinter jeder Teamzusammenstellung stehen sollte. Wir schauen uns jetzt das gegnerische Team an. Silencer in die Mitte, sehr gut. Aber jetzt überlegen wir Folgendes. Wir haben zwei Leute, die auf die Offlane gehen können, die auch auf die Offlane gehen sollten. Denn keiner von denen eignet sich besonders gut als Babysitter. Clockwerk ist Initiator, Tank ähnlich. Und Windrunner ist einfach ziemlich gut im Midgame, um ja, entweder Ganks anzufangen oder im Midgame Sachen einfach zu damagen. Die ist einfach sehr, 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 sehr gut im Midgame. Aber auch die braucht ein gewisses Equip. Das heißt, die dürfen nicht auf der Lane sein mit Phantom Assassin. Denn Phantom Assassin, naja, braucht nur mal einen Babysitter. Jetzt überlegt man, wo man Nature's Prophet spielt. Normalerweise sollte der im Wald sein, ja. Der sollte normalerweise wirklich jungeln. Aber wie soll er das tun?
Er muss auf jeden Fall Phantom Assassin supporten. Das ist das Problem, was hier gerade entsteht. Angenommen, hier wäre zum Beispiel Nature's Prophet, dann wäre diese Situation, die man eigentlich hätte vorausschauen können, nicht passiert. Eine ganz gechillte Situation. Phantom Assassin ist hier, die muss ja was machen. Die kann ja nicht, ich sag mal, auf den Händen sitzen. Die sieht Bone nicht, denn Nature's Prophet hat nichts gekauft. Dazu kommen wir gleich. Hier ist gar nichts. Hat keine Ahnung, die gute Mordshot Assassin. Ich komme gleich zu der Lane-Zusammenstellung. Ich möchte einfach nur kurz die Situation zeigen. Stellt natürlich die ganze Zeit Rot. Jetzt wird Rot angemacht. Das war kurz ein Bug von der UI. So, Rot wird angemacht. Fire Arrows werden gemacht. Schönes Orb-Walking hier an dieser Stelle von Klingt. Und das war's. Mordshot wird an dieser Stelle First Blood. Und so geht es weiter. Auf der gesamten Lane kann Mordred nichts tun. Wieso? Sie hat keinerlei Chance gegen Pudge und gegen Klingz. Das geht die ganze Zeit weiter. Das ist ein sogenannter Schneeballeffekt. Die hier im Team hat dann wirklich sehr gute Kommunikation. Die haben sich gegenseitig geholfen, gegenseitig überraschenderweise nicht geflamed, sondern gesagt, hey, mach das und das hier, da und da. Die haben mit Pings gearbeitet, mit auf der Map zeichnen gearbeitet und so weiter und so fort. Hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Invoker hat auch sehr gut gespielt, überraschenderweise. Jetzt kommen wir zu der Einheitenzusammenstellung, die ich bereits gemeint habe. Nature's Prophet hat einfach Mist gebaut. Wieso schiebe ich es auf den? Eigentlich hat doch Mordred verloren. Aber in dieser Stelle hat nicht Mordred Schuld. Was soll Mordred denn machen? Sie kann hinten stehen am Tower und Erfahrung leechen, ja. Aber dadurch gönnt man Bone sämtliche Last Hits und Bone zerstört einfach alles ab dem Midgame. Macht keinen Sinn. Mordred muss also versuchen, irgendwas zu riskieren, um wenigstens ein paar Laste zu kriegen, um später die Rolle erfüllen zu können. Weil keiner von denen seine Rolle so gut erfüllen kann wie Mordred. Die Rolle des Carries. Also muss Mordred irgendwas riskieren. Der Fehler liegt jetzt ganz und allein bei Nature's Prophet. Schauen wir uns erstmal an, was er gemacht hat. Einfach den Anfang anschauen. Wie ist das Game eigentlich entstanden? Was ist passiert am Anfang beim Game? Was ist wo gewesen? Springen einfach mal ganz kurz zurück, vielleicht noch ein bisschen mehr. Da sind die alle. Jetzt müssen die sich langsam überlegen, was wer tut. Nature's Prophet hat sich selbst gepickt. Und was holt er sich? Jede Menge Müll. Also was heißt jede Menge Müll? Jede Menge Items, die gut für ihn sind, aber kein einziges Item zum Supporten. Er hat nichts dabei. Er weiß, er müsste Phantom Assassin helfen. Er weiß, dass Silencer mit Invoker auf der Lane höchstwahrscheinlich gepaart wird und das wird ein Problem werden. Das heißt also, es hat nicht der versagt, der tatsächlich die ganzen Kills abbekommen hat, sondern es hat der versagt, der nicht supportet hat. Es hat der versagt, der zu wenig gemacht hat. Was hätte Nature's Prophet machen können? Er muss natürlich seine Rolle als Jungler erfüllen, falls er es unbedingt denn will. Er kann auf der Lane sowieso nicht allzu gut supporten, aber hätte man vielleicht hier machen können. Vielleicht ein paar Clarities weniger. Vielleicht einfach mal einen sinnvollen Itembild gehabt. Ein paar Wards wäre schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht auch nicht unbedingt die beste Route für sich selbst wählen, sondern vielleicht immer wieder hier pullen. Das sind so Dinge, die man machen könnte, die sonst niemand jemals macht. Und das ist ein Problem. Das sind so Dinge, die man erfüllen muss. Genauso wie er Silencer einfach unsupported in der Mitte lässt. Einfach ein Ward zum Beispiel. Hier oder hier hätte wirklich Wunder getan, sowohl für Silencer als auch für Mordred. Allgemein wäre es gar nicht mal so schlecht gewesen, zum Beispiel hier ein Wort zu positionieren oder halt, wie ich sage, hier. Einfach um zu schauen, ob hier nicht irgendwer steht. Mordred supporten. Wir schauen uns das einfach mal im Schnelldurchlauf an. Nisha's Prophet hat einfach versagt an dieser Stelle in der Lane-Zusammenstellung. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Das muss man kennen, das muss man wissen. Erfüllt eure Rolle, die euch zuteil wird. Ja. Ich sag nicht, dass er hätte irgendwas Sinnvolles machen können. Natürlich, das Ganze wurde hier geblockt mit Observer Ward, mit allem Möglichen. Man hätte gegen warden können. Man weiß, dass Wards gesetzt werden. Man weiß, dass Bone sowas macht. Wo sind die Gegenwards? Das ist die einzige Möglichkeit für Phantom Assassin an irgendwas zu kommen. Ihr müsst, oder ihr versteht, auch wenn hier Phantom Assassin total am allerwertesten ist mit seinen 16 Kills und Fuda mit seinen 31 da steht und sich denkt, yeah, ich bin der Größte, hat er im Endeffekt versagt. Kein einziges Ward das gesamte Spiel über, während hier, naja,
Wort sind. Das ist sehr interessant. Also an dieser Stelle schon mal ein heftiger, heftiger Fail. Zweiter Teil, wieso die versagt haben, wieso das die Königin des Versagens sind. Wirklich die Last. Es tut mir leid, dass ich so sehr darauf rumreite, aber das ist wichtig. Schauen wir uns einfach das Spiel aktuell an. Aktuell ist Bone noch relativ schwach und nutzlos. Was heißt nutzlos, aber relativ schwach. Hat schon einige Kills auf dem hohen Buckel, ja, auf jeden Fall. Aber relativ, ich sag mal, schwammig. Man kann die relativ stark oder leicht töten. Mal davon abgesehen, dass Phantom Assassin ihn gerade umgebracht hat, was sehr interessant ist. Schauen Sie sich ganz mal an. Bone ist so schwach, dass Phantom Assassin den in diesem Zustand raven kann. Diese ungestärkte Phantom Assassin mit weniger als 200 HP kann Bone zerstören. Wir schauen uns ganz einfach mal an. Aber es ist ein Schneeballeffekt. Bone hat einfach irgendwann so ein Equip, dass Phantom Assassin nicht mitkommt. Auch wenn Phantom Assassin an sich gar nicht mehr so schlecht spielt, ihr seht. Hat sogar einen Hit bekommen. Hat einen Kill bekommen. Bone spielt nicht so gut. Das ganze Spiel war nicht wirklich gut gespielt. Das Problem sind die Items. Jetzt gerade ist man noch in einer Phase, wo die Last Hits nicht wirklich so viel zählen. Weil die Items, die man sich kauft, nicht wirklich die Killer-Items sind. Es sind nicht wirklich die Boots, Ring of Aquila. Das ist nicht wirklich das, wo man sagt, yo, fettes Equip, was einfach das gesamte Spiel ändert. Nein, am Anfang nicht. Aber wenn wir weitergehen, er hat einfach so einen krassen Vorteil. Der hat so viel Geld mehr und macht einfach so viel Geld durch seine Last Hits, auch einfach mehr als Phantom Assassin, dass man ein Problem hat. Jetzt, nach dieser Zeit, nach gerade mal 16 Minuten, hat Bone so ein gutes Equip durch die Oblivion Staffs, dass Phantom Assassin nicht mehr mithalten kann. Sie musste jetzt erstmal sich selbst Boots kaufen und so weiter und so fort. Sie kommt nicht mit, egal was sie tut. Das ist so wichtig, dann Last Hit zu kriegen. Ich weiß, ich reite sehr oft darauf rum, aber das muss man verstehen. Last Hit sind ultra, ultra wichtig. Es entsteht ein Schneeballeffekt, auch wenn man es am Anfang nicht wirklich merkt, auch wenn es am Anfang nicht so stark ist. Schaut jetzt, schaut an, was Bone macht mit dem. Gar keine Chance. Auch wenn der selbst einen Vanguard hat, war selbst gar nicht mal so schlecht. 40 Last Hits. Bone hat einfach alles zerstört, obwohl Bone wirklich schlecht gespielt hat. Aber einfach durch die ganzen Last Hits ist das scheißegal. Auf manchen Helden sind Last Hits einfach ultra, ultra wichtig. Das dürft ihr nicht vergessen. Der Stelle tut mir leid für diese etwas kürzere Episode. Ich hoffe, ihr habt trotzdem etwas Sinnvolles daraus gelernt. Vor allem möchte ich nochmal auf die Situation mit Furion hinweisen, weil das wirklich ein herber Fehler war. Furion war einfach ein harter Ego-Zocker. Ich wette, die hatten null an Kommunikation. Und das Hauptproblem, beziehungsweise die Tatsache, dass sie das Spiel verloren haben, hat sich wirklich im Early Game entschieden, als Furion nichts gemacht hat und sich lieber mehrere Clarity Potions gekauft hat, anstatt mal Wards oder irgendwas anderes zu holen. Denn das Ganze hätte man verhindern können. Furion hätte vielleicht 2 Level weniger gehabt, aber dafür wäre Phantom Assassin gut ins Spiel gekommen und im Late Game hätten die es rumgerissen. Stattdessen stand es 32 zu 13 und die haben fett ins Gesicht kassiert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao.